Triple Power erklärt. Das ist Stefan. Vom Februar 2010 bis Mai 2011 war er Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Für ihn kommt's gerade richtig dicke. Was ist denn nur passiert? Am 11. Juli hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Ermittlungsverfahren gegen Stefan wegen Untreue eingeleitet. Zum Hintergrund: Im Jahr 2000 verkaufte das Land Baden-Württemberg seine Anteile am Karlsruher Energieversorger EnBW, unter anderem an den französischen Konzern EDF, in einer Nachts- und Nebelaktion und ohne Zustimmung des Parlaments. Kaufte Baden-Württemberg im Dezember 2010 die EDF-Anteile zurück. Und zwar für 4,7 Milliarden Euro. Laut aktuellen Gutachten waren das 840 Millionen Euro zu viel. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wirft Stefan Untreue in einem besonders schweren Fall vor. Bei einer Razzia wurde auch sein Haus in Pforzheim durchsucht. Die Prüfer leiten den Vermögensschaden für das Land nicht allein aus unzugenügender Sorgfalt bei der Vorbereitung des Geschäftes und der Kaufpreisfindung ab. Sie rügen auch eine verkäuferfreundliche Gestaltung des Kaufvertrages, die zu weiteren Belastungen des Landes hätten führen können. Laut Rechnungshof sollen Stefan und die beratende Investmentbank gegenüber dem Verkäufer EDF einen zusätzlichen Kaufpreis akzeptiert haben, und zwar für den Fall, dass das Land oder der Kommunalverband OEW, der damals ebenfalls mit 45% an EnBW beteiligt war, die Aktien binnen 2 Jahren zu einem höheren Preis weiterverkaufen wollen. Laut Vertrag sei der Kaufpreis auch ohne kartellrechtliche Freigabe zu bezahlen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Schadensersatzprozess können sich noch weit bis ins Jahr 2013 hinziehen. Stefans Parteifreunde sind enttäuscht, und besonders der neue Landeschef Thomas distanziert sich von ihm. Stefan fühlt sich vorverurteilt sowie ungerecht behandelt und wirft seinen Parteifreunden mangelnde Fairness vor. War Stefan zu naiv oder ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen? Triple Power. Einfach, schnell, klar.